Tom, Riefreden lässt sich da fast austanzen. Und erste dicke Chance für den Gast. Zu flach. Leichte Beute für die Hintermannschaft. Aber ganz schnell wieder und durchgelegt. Und da muss Elis leicht versuchen, da noch reinzugrätschen. Dicke Chance. Scharf reingezogen von rechts von Pelle Hoppe, aber gut geklärt am ersten Pfosten der Gäste. Zweiter Versuch von Hoppe, legt zurück auf Pfeil. Abfälscher landet bei Hoppe und oi, starke Chance wieder für die Flensburger. Gut aber auch pariert von Wechsel, der auf dem Posten ist und seiner Mannschaft vor einem höheren Rückstand bewahrt. Jürgen Degel ist es durch und kommt nicht richtig. Und das sehe ich auch ein bisschen anders wie die Zuschauer hier. Der Schuss von Jürgen Degel. Meiner Meinung nach noch leicht abgefälscht neben das Tor. Matsuda macht sich bereit. Zusammen mit Gindorf. Der ein guter Freistoßschütze ist, wie ich das hier vor dem Spiel beim Warmmachen sehen konnte. Und so ist es auch. Und da ist es passiert. Da ist es passiert. Gindorfs Freistoß kann Heim nur an die Latte klatschen. Und dann ist ein Hannoveraner zur Stelle. Ich kann momentan nicht sehen, wer es ist. Und nein, dicke Chance. Dicke Chance für die Flensburger. Tom Rehfeld kriegt den Ball nicht untergebracht. Gut quer gelegt. Erneut Rehfeld legt den Ball quer. Flensburger bleiben im Ballbesitz. Schwacher Ball. Langer Ball auf Kurzbach. Allerdings hat er die schlechtere Außenbahn. Aber die Flensburger bleiben dran. Guter Schuss von Guder da. Biermann, das kann man machen, wenn man viel Selbstvertrauen in der Buchse hat. Die Flensburger drängen förmlich auf den Ausgleich und da ist die Möglichkeit für Jon Detlefs. Dann waren es doch nur die 4 Minuten und nicht die 5 Minuten, die ich gesehen habe, denn er pfeift pünktlich nach 4 Minuten.